In diesem Video zeige ich euch die BSV-Methode, die Behrens-Sous-Vide-Methode, was diese Methode von der klassischen Sous-Vide-Methode unterscheidet, wodurch sie auch wirklich bessere Ergebnisse bringt, erkläre ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Gerade beim ersten Schritt in der BSV-Methode gibt es einen gravierenden Unterschied zur klassischen Methode, denn als erstes salzen wir das Fleisch tatsächlich. Warum, wieso, erkläre ich euch dann. Jetzt wird erstmal gesalzen. Um euch die Methode am besten zu zeigen, habe ich hier zwei wunderschöne Dry-Age-Steaks genommen, Rib-Eye-Steaks, die wir 5 Wochen lang gereift haben. Überhaupt muss man grundsätzlich sagen, dass die BSV-Methode ideal ist, um Fleisch sous-vide zu garen. Ich habe jetzt hier ein feines Meersalz, das ist unser eigenes, hauseigenes Meersalz in Parma-Qualität. Das zeichnet sich durch besonders hohen Reinheitsgehalt aus. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Salz nehmen. Wichtig ist, dass ihr das Salzen halt so 2-3 Minuten vorm Vakuumieren macht und dass ihr wirklich auch ein bisschen reichlich salzt. Denn das Salz, das soll schon mal die Eiweiße ein wenig anlösen, damit es eine bessere Kruste gibt. Soll aber auf keinen Fall schon die Feuchtigkeit aus dem Fleisch ziehen. Also wirklich gut salzen, so wie ich es hier gerade mache. Schon ein bisschen ordentlich was drauf. Das Ganze aber wirklich nur ein paar Minuten vorm nächsten Schritt, den ich euch gleich zeige. Im zweiten Schritt werden diese schönen Steaks jetzt vakuumiert. Dafür habe ich geeignete Sous-Vide-Beutel, die also auch eine Wassertemperatur von 60 Grad, also wir werden ein bisschen weniger haben, aber auch 2-3 Stunden durchhalten. Das geht nicht jeder Vakuumbeutel dafür. Den habe ich einmal umgekrempelt, damit der Rand nicht beschmutzt wird. Und ich gebe jetzt die Steaks jeweils in einen Beutel, die dürfen natürlich nicht übereinander liegen, rein. So, dann werde ich jetzt die Steaks vakuumieren. Dafür lege ich die schön über diese Schweißkante, diese Haushaltsgeräte, die kann man wirklich überall kaufen. Drücke das schön zu und gehe auf Vakuumieren und Schweißen. Dann wird es ein bisschen laut und helfe ein bisschen mit, dass die Luft auch wirklich aus dem Beutel vernünftig rauskommt. Das mache ich jetzt mit beiden Steaks. Dieser Schritt macht jetzt unsere Methode so besonders. Ich habe jetzt hier kochendes Wasser, wie man sieht. Diese eingelegten oder diese einvakuumierten Steaks, die ich ja vorher gesalzen habe, vor ein paar Minuten, und gebe die tatsächlich in das kochende Wasser. Ich weiß, jetzt werden einige aufschreien. Und habe jetzt eine Eieruhr gestellt auf 2 Minuten. 2 Minuten ist auch die maximale Zeit. Und lasse das jetzt für 2 Minuten in dem kochenden Wasser drin. Das mache ich jetzt mit beiden Steaks. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die 2 Minuten sind rum. Und ich gebe jetzt das Steak aus dem kochenden Wasser sofort in richtig kaltes Wasser rein. Und dies auch für mindestens 2 Minuten, kann natürlich auch länger sein. Das Steak soll also nicht weiter garen. Die Garung soll sofort unterbrochen werden. Das mache ich jetzt mit dem anderen Steak genauso. Ja, jetzt werden sich ja schon einige Zuschauer gefragt haben, was das soll mit dem vorher salzen und mit dem dann ins kochende Wasser legen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle jetzt mal den wesentlichen Unterschied der BSV-Methode zur klassischen Sous-Vide-Methode erklären. Bei der klassischen Sous-Vide-Methode kommt das Fleisch ja roh, ungesalzen in den Beutel und wird dann halt in die passende Wassertemperatur, 56 Grad beim Steak oder so, halt reingelegt. Dann braucht das Fleisch sehr, sehr lange, damit das Eiweiß außen gerinnen kann. In dieser Zeit, wo es halt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde erstmal in diesem doch eher lauwarmen Wasser liegt, tritt schon sehr viel Fleischsaft aus. Dieser Fleischsaft, der austritt, der fehlt einem hinterher am Geschmack und an der Saftigkeit. Das ist wirklich das, was ein Steak ausmacht, geht in der ersten Zeit beim klassischen Sous-Vide-Garen einfach verloren. Dadurch, dass wir das Fleisch vorher gesalzen haben, erzeugen wir nachher eine bessere Kruste. Und dadurch, dass wir das Fleisch dann halt in kochende Wasser geben, sorgen wir dafür, dass das Eiweiß sofort gerinnen kann und die Fleischsäfte so gut wie gar nicht mehr austreten können. Das heißt, alles an Geschmack, alles an Aromen, was natürlich im Fleisch drin ist, bleibt jetzt auch drin. Man kann natürlich noch vorher, bevor man den Beutel schließt, auch noch aromatisieren, indem man halt irgendwelche Kräuter mit zugibt, Rosmarin, Knoblauch und solche Geschichten. Das möchte ich jetzt hier aber nicht vorführen, das kann jeder nach Belieben machen. Es geht darum, das Fleisch vorher zu salzen, innerhalb von wenigen Minuten in kochendes Wasser zu legen, wirklich 2 Minuten, nicht mehr, ist klar, dann sofort den Garprozess zu unterbrechen, sonst wird uns das Fleisch einfach gar werden. Das heißt, ins kalte Wasser zu legen. Und dann könnte man die Steaks jetzt natürlich auch erstmal im Kühlschrank wieder stellen und warten und dann halt ein paar Stunden, bevor man es essen möchte, in die Sous-Vide-Garer geben. Dazu noch ein letztes Wort. Ungefähr pro Zentimeter Steak 1 Stunde in Sous-Vide-Garer legen. Wir haben jetzt 2,5 Zentimeter. Für mich kommen die gleich 2,5 Stunden in die Sous-Vide-Garer rein. Das erzähle ich euch im nächsten Schritt. Aber wie gesagt, das könnt ihr vorbereiten, könnt das beiseite stellen und dann halt
nachmittags oder kurz bevor eure Gäste kommen, ein, zwei Stunden vorher, die Sachen in die Sous-Vide-Garre legen. Durch unsere Vorarbeit mit dem kochenden Wasser sieht das Fleisch jetzt natürlich erstmal unattraktiv aus. Es ist grau geworden, aber keine Angst, nur ein ganz bisschen. Wie gesagt, das ist die Schutzschicht, damit alles, was am Fleisch drin ist, auch drin bleiben kann und nichts einfach austreten kann. Und man sieht auch an den Beuteln im Übrigen jetzt ja schon sehr schön, es ist auch durch diesen Prozess bis jetzt nichts ausgetreten. Im nächsten Step geht es eigentlich ganz gewöhnlich weiter. Wir geben jetzt das Steak ungefähr 2,5 Stunden bei 56 Grad in den Sous-Vide-Garer. 56 Grad Wassertemperatur bedeuten, dass wir 55 Grad ins Fleisch bekommen. Mehr wird es nicht, auch wenn 10, 12, 15 Stunden drin liegen würde. Aber das ist was anderes Thema. Also das macht auch bitte nicht, also 2,5 Stunden, 3 Stunden macht bitte nicht länger. Ja, und das mache ich jetzt und dann sehen wir uns bei dem Finishing nochmal. Für die, die sich gerade fragen, was ist denn eigentlich Sous-Vide-Garn? Wir sprechen jetzt ja schon von Sous-Vide-Garn 2.0 als Bären-Sous-Vide-Methode. Aber was ist denn eigentlich Sous-Vide-Garn? Nochmal eben kurz eine Zusammenfassung von dem. Also beim Sous-Vide-Garn geht es darum, dass man unter Sauerstoffausschluss garen will. Das wäre auch die richtige Übersetzung dafür. Das heißt, man nimmt einen Vakuumbeutel, evakuiert diesen, entzieht dem halt die Luft und hat dann dieses Stück dort luftlos drin liegen. Das öffnet halt die Strukturen des Produktes. Es geht ja auch nicht nur um Fleisch bei anderen Sachen. Es öffnet das. Das heißt, es nimmt Aromaten sehr gut an. Man kann also sehr gut Sachen dazugeben. Aber es sorgt auch für dieses Festanliegen oder bei dem Festanliegen dieser Folie dafür, dass die Wassertemperatur da 1:1 drankommt. Das ist dann ja der zweite Schritt. Man gibt das in ein sehr konstantes Wasserbad. Das geht auch nicht mit einem Topf auf dem Herd und so oder Spülmaschine. Und selbst die ganz billigen Sous-Vide-Garer, da würde ich eindeutig von abraten. Also es geht darum, eine sehr, sehr genaue Temperatur und diese auch sehr, sehr konstant zu halten. Da muss man ein bisschen Geld für ausgeben. So, dann hat man die passende Temperatur für sein Produkt gewählt. Und dann ist die Grundregel, dass immer 1 Grad nicht reingeht. So wie jetzt ich das Steak auf 55 Grad im Kern haben will, sind 56 Grad die Wassertemperatur. Und dann gibt es vielleicht auch noch mal einen Punkt auf die Temperatur, nicht auf die Zeit hinzuweisen. Wie lange bleibt es drin? Bei Produkten, die halt eine sehr geringe Wassertemperatur erfordern wie Steaks, da bitte wirklich nur so ungefähr 1 Stunde pro Zentimeter. So ein Steak sollte nicht länger als 3 Stunden drin liegen, weil wenn das jetzt 10 Stunden oder 24 Stunden, gibt es auch Leute, die sowas behaupten, drin liegen, dann vermehren sich die Keime sehr stark. Das ist eine Temperatur, wo Keime gut überleben können und dann verdirbt das Fleisch und das kann auch gefährlich werden. Also das bitte nicht. Es ist egal, ob es jetzt 3 Stunden oder 3,5 Stunden drin liegt, das macht jetzt nicht die Geige, aber bitte nicht 30 Stunden. Dann gibt es aber andere Ansätze bei anderen Verfahren, dass man halt einen Schweinebauch oder solche Geschichten wirklich bei einer Wassertemperatur von 80 Grad gart. Das kann man dann durchaus natürlich 24 Stunden und länger tun, weil dann die Keime nicht mehr das Problem sind. Aber davon reden wir in diesem Video nicht. Haltet euch bitte dran. Da geht wirklich auch Sicherheit vor, ungefähr 1 Stunde pro Zentimeter. So, nach 3 Stunden sieht das Steak jetzt so aus. Und wer schon mal Sous-Vide gegart hat, der weiß, dass das sensationell ist. Denn es hat sich im Beutel so gut wie gar keinen Saft gesammelt. Also wirklich nur ganz minimal. Ich mache das jetzt mal eben auf und tupfe das ab und zeige euch dann die nächsten Schritte. So, jetzt nochmal eben für alle auch nochmal im Detail. Also dieses hier ist ja wirklich ein Viertel Schnapsglas voll, wenn überhaupt von diesem ganzen, ich würde es mal auf 400 Gramm Steak schätzen, was dabei rausgekommen ist. Und das wäre sonst sicherlich eher in dem Bereich von, ja, ich weiß nicht, kann man immer schwer schätzen, aber bestimmt die 4-, 5-, 6-fache Menge, die an Feuchtigkeit aus dem Steak rausgegangen wäre, wenn wir es nicht vorher nach unserer Methode einmal gesalzen und dann in kochendes Wasser gesteckt hätten. Das Steak, so wie es jetzt hier ist, geht in heißes Butterschmalz. So, das Butterschmalz, was ich übrigens super gerne verwende, um so einen Steak zu finishen, hat sich jetzt in der Pfanne gut erhitzt. Man sieht, dass das so ganz leicht anfängt, sich zu bewegen. Das ist der richtige Zeitpunkt, um diesen Steak jetzt ja, lecker anzubraten, mit Röstaromen zu versorgen. Ich lege das jetzt rein. Und das Braten geht sofort los und das wird ungefähr so 1,5 bis 2 Minuten dauern. Dann drehe ich es um, aber dann hole ich euch wieder dazu. So, jetzt ist 1,5 Minuten rum. Wir gucken uns das mal an. Heieieiei, ich glaube, noch viel besser kann es gar nicht aussehen. Und jetzt gibt es nochmal 1,5 Minuten. So, nachdem ich das eben ein bisschen mit Küchenkrepp abgetupft habe, mache ich mal einen Mittelschnitt für euch. Und dann schauen wir uns das mal erstmal an. So, man sieht eine ideal rote Farbe, ein nur minimal grauer Rand, hauptsächlich durchs Anbraten. Also diese 2 Minuten Kochwasser hat dem überhaupt nicht geschadet. So, als erstes kommt noch ein bisschen grober Pfeffer drauf. Dann ein ganz kleiner Hauch Fleur de Sel. Nicht mehr viel, wir hatten ja schon genug Salz dran.
Und dann kommt das Schlimmste in meinem Job, das Probieren. Also erstmal ist es super schöner Glanz drauf. Eine fantastische Kruste. Und wenn ich jetzt so komisch spreche, liegt das auch daran, nicht nur an dem kleinen Stück, dass mir einfach das Wasser im Mund zusammenläuft. Es ist wirklich, wirklich perfekt. Mehr kann man aus einem Stück Fleisch nicht rausholen. Es hat einen unglaublich tollen Eigengeschmack. Man schmeckt, dass es Rindfleisch ist. Man schmeckt die Fütterung, dass es Weidefütterung war. Wir haben eine ganz, ganz tolle Kruste hinbekommen und eine unglaubliche Saftigkeit, ein ganz tolles Mundgefühl. Mehr ist da nicht rauszuholen. Und wenn man sich mal überlegt, dass wir dieses Sous-Vide-Verfahren, was ihr ja schon alle vorher kanntet, eigentlich nur um diesen ein, zwei Schritte abgewandelt haben. Nämlich vorher Salz drauf, dann vakuumieren und dann spätestens 5 Minuten später ins kochende Wasser für 2 Minuten und dann abkühlen. Also ein kleiner Schritt im Sous-Vide-Garprozess, ein großer Schritt für den Geschmack. Das müsst ihr unbedingt nachmachen. Ein absoluter Tipp. Das ist die Methode für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen und die es wirklich perfekt haben wollen. Viel Spaß beim Nachmachen.